Hallo und herzlich willkommen bei Crusader Kings 3 im Ironman-Modus mit unserem König Kuno, dem Herzensbrecher von Tirol. Ja, wer vielleicht die letzten Folgen gesehen hat, es war schon ab und zu kurz davor, dass das wieder auffliegt. Das praktisch wie sein Vater, der ja, was wir mal kurz schauen, der ja ein Ehebrecher war und dadurch natürlich nicht den besten Ruf hatte. Niemand mochte ihn, keiner seiner Vasallen mochte ihn. Es haben sich dauernd Fraktionen gegen ihn gebildet, die versucht haben, ihn wegzubekommen. Zum Glück ist es nie gelungen. Aber er ist auch, einfach ein Weiberheld. Und da hat man fast schon wieder Angst vor dem nächsten Festmahl, weil er da dann sicherlich wieder in irgendeinem fremden Bett landet. Jetzt ist es so, ich habe ja mir mal angeschaut, wie der aktuelle Stand ist. Wir haben ja hier gerade oder fingieren gerade einen Anspruch auf St. Pölten und haben aber noch Ansprüche. Also ich glaube, wenn ich hier Knittelfeld haben wir, wir haben ja Schulden. Wir haben ja Schulden, genau. Wir können ja hier keinen weiteren Krieg anfangen, bevor nicht unsere Schulden weg sind. Und wäre natürlich schön, wenn uns der Papst mal wieder was zukommen lässt. Aber wir werden sehen. Jetzt sagen wir mal erstmal, was ist zu tun. Wir können dem Wilhelm, der 9 ist, jetzt einen Vormund zuweisen. Was ist er hier? Rauflustig ist er. Wo sollte ein bisschen gefördert werden? Vielleicht Bildung. Wenn wir mal schauen, wo haben wir hier gute? Einen Höfling, die Villa eventuell. Jo, warum nicht? Warum nicht? Ansonsten ist nichts Besonderes. Da kann man nicht rein. Da sind wir am vierten Platz. Also das wird nichts werden. Und jo, so geht's jetzt hier weiter. Und wir verdienen ja im Monat 12,5 Gold. Ah, da kostet er uns hier wieder Frömmigkeit. Ja, ist wirklich nicht der allerbeste. Das lassen wir jetzt mal. Das lassen wir jetzt einfach mal. Wir versuchen ins Plus zu kommen. Ja, er ist eigentlich auf unserer Seite. Gut, ist natürlich schon wichtig, dass wir hier... Und die Königin ist wieder schwanger. Annulliert. Der Befreiungskrieg ist vorbei. Es war nicht mehr möglich, ihn fortzusetzen. Wahrscheinlich ist irgendwie der Angreifer gestorben oder so. So sei es. Dann ist das wenigstens jetzt auch mal erledigt. Gut, wir haben ja ihm den Gefallen getan. Wenn man das geahnt hätte, da hätte man garantiert, würde man sagen, 300 weniger Minus. Das wäre natürlich schon gut und ja, weil da müssen wir einfach jetzt abwarten, was ist hier los. Auslösen. Ah, wir haben eine Gefangene. Ja, die nehmen wir natürlich gern. Schauen wir mal, was hier noch. Hier kreucht und fleucht niemand. Okay. Jo. Bei mir ist es jetzt wieder früh am Morgen. Hab wieder Zeit aufzuzeichnen. Und natürlich dementsprechend eine Tasse Kaffee hier. An meinen Lehensherrn, ich möchte euch bitten, in eurer Weisheit meinen Anspruch auf Fürstentum in Betracht zu ziehen. Ja, aber wir können nicht. Wir können nicht. Wir können hier nichts machen im Moment. Außerdem haben wir ja hier auch vom Prestige nicht so viel jetzt. Dass man sagt, ja, wir hätten hier jede Menge. Sagen wir mal, mehr oder weniger auf Vorrat oder so, haben wir nicht. Den Graf Heinrich haben wir beeinflusst. Das hatten wir ja beim letzten Mal noch gesagt, wir müssen den wenigstens den Rat jetzt auf unsere Seite bringen. Dann werden wir jetzt den Ezzo gleich mal ein bisschen belabern. Ja, jetzt wenigstens schon mal unter 700 minus. Und
Ah, der hat das jetzt beendet. Schauen wir mal, was wir noch machen könnten. Nach und nach geht anscheinend dann auch immer hier die Kontrolle wieder ein bisschen verloren. Weil ich weiß, wir hatten schon mal überall Kontrolle. Also überall 100% Kontrolle. Ein junger Vermittler. Heute herrscht die Unruhe zwischen den Kindern. Friedrich wollte vor den anderen eine Predigt halten. Ja, es war wieder mal Friedrich, ja, behält die Eigenschaft ruhig. Ja, der Behälter natürlich. Behält die Eigenschaft ruhig. Ja, und ich hatte mir jetzt mal gedacht, man könnte sich mal hier überlegen, in diesem Bereich dann einmal sich auszubreiten und nicht dauernd vom Heiligen Römischen Reich her, weil da hat man ja immer diese, glaube ich, 5 Jahre Waffenstillstand. Wenn mich nicht alles täuscht, haben wir ja jetzt auch noch 2 Jahre. Also von daher macht es nichts großartig jetzt aus. Wir könnten uns ja jetzt mal zwischenzeitlich die Kinder anschauen. Der ist verheiratet, der Spieler ERB. Der Rasso ist nicht verheiratet. Da kann man jetzt einmal direkt schauen, ob man vielleicht für den irgendjemand findet. Aus Nitra. Wo ist überhaupt Nitra? Ach, das ist gleich da. Jo. Das wäre ja 6700 Leute. Wohlgestalt. Ist natürlich er. Er ist wohlgestalt, ja. Okay, können wir mal anfragen. Weil an guten Bündnissen sollte es uns doch nicht mangeln. Sagen wir ja, dann wird ja die doppelte Stärke nochmal als Verbündete. Deine Villa, gepriesen sei es auch eine perfekte kleine Tochter. Oder eine Sarah. Ja, da hatte er jetzt auch mal eine kleine Idee. Hat gesagt, ja, wieso wollen wir die nicht Sarah nennen? Neue Ansprüche von allen Posten, die ich schon erlebt habe. In Gräfin Mathildes geistlosem Bemühen, meine Beziehungen zu meiner Nachbarn verbessern, hat diese meine nichtsnutzige Ratskanzlerin offiziell Anspruch auf Villa anerkannt. Sie ist ja wirklich nicht die allerheilste. Und werden wir hoffentlich mal irgendwann die hier wegbekommen. Schauen wir mal, ob hier jemand wäre. Ja gut, der Graf Heinrich ist ja bereits Ratsverwalter. Da hätte man hier sogar einen Ritter, der wesentlich besser wäre. Aber sie ist ein mächtiger Vasall. Und daher, gut, mit den 1300 Leuten. Naja, aber okay. Kann man ja nichts machen. Titel können geschaffen werden. Aber natürlich braucht man hier, um diese Herzogzimmer zu schaffen, schon mal Gold natürlich. Das ist leider im Moment nicht möglich. Ich glaube, da es jetzt so eine ruhige Phase ist, gehe ich mal auf 4, damit sich hier etwas schneller was tut. Ich möchte zwar grundsätzlich das hier nicht einfach durchrattern lassen. So, was ist hier jetzt los? Meine Bekanntschaft Gräfin Mathilde hat ein neues Werk verfasst. Eieiei. Und es ist bei Hofe das jüngste Tagesgespräch. Es behandelt Erinnerungen und die Frage, was von uns bleibt. Und Mathilde hat es öffentlich mir gewidmet. Wenn Gedenken Gestalt annimmt. Welcher müde Mensch hofft nicht auf Rast, wenn jeder Schutz und Reichtum ist, sei nun fast. Hoffnung letztlich eine Gnade der Erinnerung ist, wartet, dass diese Geschichte nicht die Wahrheit frisst. Das ist wirklich ein tolles Gedicht. Ja, warum nicht? Warum nicht?
können heiraten. Natürlich sollen die heiraten. Den Graf Ezzo haben wir jetzt auch beeinflusst. Na, das ist doch toll. Jetzt sind alle im Rat auf unserer Seite. Und jetzt schauen wir mal hier noch die Vasallen an, wo wir hier eventuell nochmal ein bisschen positiv beeinflussen könnten. Schauen wir mal, was mit dem Papst los ist. Ja, er hätte eigentlich genügend. Und er ist auch hier. Ach, vielleicht, wenn das hier noch weg ist, um Gold gebeten, bekommt er dann vielleicht was. Ach, da braucht man Frömmigkeit. Von daher. Und sie ist schon wieder schwanger. Ja, ist ja unglaublich. 5 Kinder haben wir bereits. Bin ja schon gespannt, ob es seine Tochter wird oder ein Sohn. Ja, es ist immer natürlich blöd, wenn man hier in den Miesen ist, aber es tut sich auch so ab und so mal was. Die Gesandten aus Kammersberg verlassen nach und nach mein Privatgemach. Unsere lange Besprechung ist endlich beendet. Die Bittsteller wollen Geld zur Reparatur der maroden Mauern des Besitztums. Ja, wir können ja das Geld unmöglich geben. Unmöglich. Ja, wir müssen hier erhaltet 20 Jahre marode Mauern. Wir brauchen da die Kohle. Oh, in den Krieg rufen. Ja, wir nehmen hier zwar an, aber wir können ja hier keine ausheben. So, wie schaut's jetzt aus? Verteidigervorteil. Schalten wir frei. Wie schaut's denn? Wo ist das und was ist das? Ja, gut, es wären ja meine 11.000. Haben die also auch einen großen Vorteil. Und schauen wir mal. Und da werden wir auch in den Krieg gerufen. Um das Herzogtum von Spoleto. Ach, das ist da unten. Ja, gegen den Papst. Ja, das ist ja wirklich ganz fantastisch. Ja, die sollen jetzt alle machen, was sie wollen. Wir versuchen jedenfalls hier nur ins Plus zu kommen. Und das wird auch jetzt Rückzug soweit sein. Wieder eine Tochter, eine Eugenia. Ich schaue bloß immer nach. Weil doch Crusader Kings 3 ab und zu gerne immer dieselben Namen vergibt. Und soll natürlich nicht zwei Kinder denselben Namen haben. Ah, jetzt hat er den schon beeinflusst. Sehr gut. Ich schätze mal, das wird aber jetzt gleich vorbei sein. Dann sollte ich vielleicht doch nicht mit dem Papst unbedingt anlegen. Der kann ja mit seiner Kohle viel Söldner sich holen. Und auf die Art und Weise ist eigentlich dann schon fast unbesiegbar. Was ist da unten los? Sind jetzt schon irgendwo im Krieg? Nee. Doch nicht. Oh, so, die Herausforderung. Ich befinde mich gerade im Übungskampf gegen einen meiner Soldaten und der Schweiß steht mir auf der Stirn.
Als ich das seltsame Gefühl habe, beobachtet zu werden, als ich über meine Schultern schaue, tatsächlich mein Ratsverwalter, der mir zuwinkt. So, was wird da passieren? Übungsduell. Ja, Übungsduell, warum nicht? Jawohl. Ja, warum nicht? Ich ergebe mich. Ja, gut gekämpft. Warum so sind wir jetzt auch wieder nicht? Er ist zwar eigenwillig, aber er ist ja ruhig. Ja, der ist jetzt nicht so, dass er dann gleich aus der Haut fährt. Oh, der Anskarier wurde exkommuniziert. Das ist natürlich bitter. So, jetzt schauen wir mal hier kurz. Rosso schien unser letztes Festmahl viel Freude bereitet zu haben. Da bleibt er natürlich gesellig. So, ich stopp mal kurz, weil das interessiert mich hier. Exkommuniziert. Natürlich Frömmigkeit und ist ein Verbrechen. Kann man ein benachbarter Herrscher. Ja, ist ja Lombardei. Da würde dann vielleicht auch der Papst begeistert sein, wenn wir den da mal überfallen. Hier dann mal in diese Richtung uns ein bisschen noch ausbreiten. Der Marquardt ist verstorben. Was war mit ihm los? Ermordet. Von Prinzessin Richenza. Die Halbschwester hat ihn ermordet. Den Prinz Marquardt. Mörder, Familienmörder. Müssen wir eigentlich dann schon mal einkerkern. Weil so geht's ja nicht. Konnte sich der Verhaftung entziehen und ist aufs Land geflohen. Ah, jetzt ist sie hier in Lombardia. So, dieses Bündnis ist ausgelaufen. Da passiert auch wieder irgendwas, was uns aber eigentlich weniger interessiert. Da ist sie jetzt geflüchtet. So, das war jetzt gegen den Papst. So, da haben wir ja hier nicht eingegriffen. Weil wir werden einen Teufel tun und da hier auf die in den Papst kämpfen. So, und jetzt ist auch die Schwester noch, weil sie aussätzig war. Eieiei. Die Haut von Sophia ist mit blauen Flecken und Malen übersät, die darauf hindeuten, dass er weniger Schmerz, Vergnügen oder andere Empfindungen verspürt. Mit 48. Unbedingt weiterlaufen lassen. Jetzt hat sich wieder eine Fraktion aufgelöst, die Freiheitsfraktion. Und den Prinz Ludwig haben wir ja beeinflusst. Vielleicht lassen wir noch mal eine Runde durchlaufen. Und wir sind kurz davor, hier wieder in den positiven Bereich zu kommen. Und ich denke mal, wenn wir dann so vielleicht 300 plus sind oder so, wir könnten ja mal zwischenzeitlich einen Anspruch hier fingieren auf Trend. So, jeder Höfling gewann 10 Meinungen. Sehr gut. Wenigstens da mal was Positives. Ja, ist natürlich immer schlecht, wie gesagt. Wenn man hier in den Wiesen ist, gibt es dann schon mal immer Probleme mit der Korruption. Es würde mich entzücken, wenn Tochter Ulrike von euch einen Hof in Passau, ja, das macht man natürlich schon. Das sind diese Spiele, wo praktisch dann die Kinder sich gegenseitig einladen seit dem letzten Patch.
gute Graf, der gute Graf. Bei einem Empfang von Edelleuten aus nahen und fernen Ländern haben wir alles schon gehabt. Natürlich. Wären wir hier Prinz Ludwig, kein Zweifel. Und dann haben wir hier genügend Plus gesammelt. Wenn wir das hier abbrechen, das werden wir schließen. Und dann schauen wir hier gleich mal weiter. Ja, jetzt schaut doch das einigermaßen nach was aus. Ist ein Kind. Das ist auch ein Kind. Aber der ist garantiert kein Kind. Okay. Ah, ich sehe ja gerade, die 20 Minuten sind ja bereits weit überschritten. Tut mir leid, dass es jetzt diese Folge relativ langweilig war, ohne große Action. Aber ich bin sicher, bei der nächsten Folge werden wir hier schon wieder dann die nächste Grafschaft besetzen. Und dann geht dann mehr ab. Ich freue mich schon drauf. Bis dann. Tschüss.